Was für ein fantastischer Saisonstart für die Berlin Rebels. 3 Spiele, 3 Siege, eine perfekte Bilanz. Und gegen die Huskies aus Hamburg ging der Gameplan diesmal schon von Beginn an auf. Auf jeden Fall hat es einfach heute wirklich gut funktioniert, so wie wir viel trainiert haben. Dass die Pässe endlich ankommen, dass wir die Zonen schneller finden. Wir hatten damit die letzten Spiele echt Probleme, womit wir der Defense Schwierigkeiten bereitet haben. Und das haben wir heute, denke ich, ganz gut abstellen können. Und so besorgte Nikolai Schumann gleich im ersten Drive Touchdown Nummer 1 für die Berliner, doch damit nicht genug. Insgesamt 3-mal beförderte der Rebels Wide Receiver das Ei in die Endzone. Damit stellte er nicht nur einen persönlichen Rekord auf, sondern auch den Coach sichtlich zufrieden. Toller Junge, arbeitet sich wirklich sehr, sehr gut in dieses Team ein, arbeitet im Training hart, versteht die Konzepte sehr gut und ist dementsprechend für James gut anspielbar, weil er wirklich in einer richtigen Position steht und sich natürlich auch körperlich oft einfach gegen seine Gegner durchsetzen kann. Doch bevor Nummer 85 seine Show fortsetzen konnte, erzielte sein Passgeber vom Dienst, James Harris, den 2. Touchdown für die Rebels und dies in fast schon gewohnter Manier zu Fuß. Zwar konnten die Gäste aus der Hansestadt durch einen Touchdown von Felician Dancois nach 6 Punkte aufs Scoreboard bringen, aber die Rebels pflügten unbeeindruckt weiter über das Feld und zeigten den Hamburgern deutlich die Grenzen auf. Beinahe jeder Ballbesitz der Berliner führte zu Punkten und die Defense stand wie ein Bollwerk. So gab es am Ende einen 63-6 Kantersieg für die Hausherren, die sich jetzt mit den Playoffs im Visier für 3 Auswärtsspiele aus dem Mommsenstadion verabschieden. Auf jeden Fall ein guter Start in die Saison, da bin ich ganz froh drüber. Und ich denke, für uns zählt es ja immer von Spiel zu Spiel. Das heute können wir jetzt erstmal einen Haken dran machen. Ich denke, wir haben viel gelernt, konnten viel Abstimmungsschwierigkeiten, die wir bisher hatten, abstellen. Und da bin ich ganz froh drüber. Im nächsten Spiel geht es wieder gegen die Huskies, die mit 4 Pleiten bei 4 Spielen einen bescheidenen Saisonstart erwischten. Naja, so wollten wir sicherlich nicht in die Saison starten. Wir hofften wenigstens ein paar Siege auf unserem Konto zu haben, aber rumheulen bringt uns nicht weiter. Jetzt geht es nach vorn zu schauen statt zurück. Wir müssen an uns arbeiten und versuchen besser zu werden, um nächstes Mal auch ins Spiel zu finden. Die Rebels jetzt mit schwierigen Auswärtsaufgaben vor der Brust und 3 Siegen im Rücken. Es bleibt spannend in der German Football League.